Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute mal wieder, LBB. Und ich würde sagen, weil wir gerade hier so weit hinten sind, würde ich sagen, sprinten wir mal schnell nach vorne. Kurz gedacht, dort wächst ein Baum, aber anscheinend doch nicht. Ich hoffe, die Musik ist laut genug, aber das weiß ich gerade auch nicht so genau. Kurz gedacht, was ist denn da passiert? Kurz gedacht, da wäre ein Creeper exploded oder sowas. Genau, wir gehen kurz schlafen und dann... Wir haben auf jeden Fall noch genug Sandstein, weil dann würde ich nochmal schnell unsere große Halle nochmal fertig bauen. Beziehungsweise den Boden fertig bauen. Ich weiß nicht, ob das genug ist und deshalb... Nehmen wir das nochmal mit. Perfekt. Und jetzt... Können wir nicht an dem Creeper vorbeilaufen? Ja gut, treffen muss auch gelernt sein. Hallo Creeper! Okay, weil dann haben wir nämlich schon Gunpowder. Wie viel Fall haben wir? 10, okay. Wir brauchen auf jeden Fall, also ich muss unbedingt mehr streamen auf jeden Fall auf diesem Server. Genau. Einfach aus Prinzip und außerdem auch noch, weil, genau. Wir brauchen Level und wir brauchen auf jeden Fall, mehr Stuff und sowas. Also mehr besseren Stuff und so. Also wir brauchen auf jeden Fall Villager, der uns dann auch noch zum Beispiel, Spitzhacken tradet und andere coole Sachen halt. Da müssen wir aber nachts wach bleiben und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich weiß aber nicht genau, da müssen wir diesen Server hier auf schwierig stellen. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob auch auf normal, Zombie-Villager kommen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Schreibt auf jeden Fall gerne mal unten in die Kommentare, ob die auch in normal kommen oder ob die da nicht kommen. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich könnte natürlich auch nachgoogeln, aber das mache ich nicht in einer Folge, weil das wäre sehr improvisatorisch, wie auch immer, weil da geht sehr, sehr viel Zeit dann von der Folge auch weg und ja, wenn ich mich verbaue natürlich auch. Genau, also auf jeden Fall brauchen wir Villager. Weil die können dann einen Beruf annehmen und so weiter und so fort. Und ja. Da können wir dann auch viele Level... Also, Level haben wir ja... Oh, wir haben so viele Level gerade. Ja, okay. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir 35 Level haben. Ja gut, ne? Jeder wie er mag, ne? Ja. Ich hoffe, wir schaffen das auch noch mit diesen Steinen hier. Warte... Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Doppelkiste übrig, falls wir da noch irgendetwas anderes brauchen. Für irgendwas anderes. Ich habe echt keine Ahnung, aber vielleicht brauchen wir das ja. Ich habe keinen Plan. Genau, aber auf jeden Fall, wenn wir diesen Boden hier fertig haben, werden wir auf jeden Fall die große Halle weiter nach oben ziehen, weil die muss eindeutig noch höher werden. Ich weiß es nicht, wie lang und so, aber die muss auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden, weil so klein wie die gerade ist, kann das auf jeden Fall nichts werden. Genau, und dann müssen wir in den nächsten Folgen auch noch nach oben gehen und die, wie gesagt, nach oben gehen, genau. Dann müssen wir auch noch die Stühle und Tische und so weiter und so fort auch noch machen. Am besten, die Tische mache ich immer mit Zäunen und mit Wolle, weil da kann man darauf sogar laufen. Finde ich eigentlich ganz geil. Sieht auch irgendwie ein bisschen aus wie Tische und sowas. Also sieht halt aus mit Tischdecken so. Ne, genau. Und dann nehmen wir am besten die Schafe von unseren, die Schafe von unseren Hauswollen. Genau, nee. Die Wolle von unseren Hausschafen. So rum wollte ich sagen, genau.
Und ja, auf jeden Fall kommen dann die Tische, werden dann in den Hausfarben auf jeden Fall gebaut werden. Ich finde, das sieht dann eigentlich dann auch schon relativ geil aus, denke ich mal. Also, ja, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke es mal, dass es so eigentlich ganz nice aussieht dann. Ja. Ich kriege irgendwie jetzt schon einen Krampf in meinem Finger, weil ich immer auf die rechte Maustaste drücken muss. Und da nehme ich irgendwie automatisch meinen Zeigefinger so nach oben. Dann steht er so ab und das tut irgendwie ein bisschen weh gerade. Aber egal, macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht's supidubidubi. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, genau. Also danach den Haustischen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zuerst in Nether gehen oder ob wir nachher in Nether gehen. Aber auf jeden Fall müssen wir dann auch noch in Nether gehen irgendwann. Weil die Dächer in Hogwarts sind ja eher für mich eher ein bisschen rötlich. Und ja, die müssen dann aus Netherrack bestehen. Da müssen wir dann leider auch sehr, 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 sehr viel farmen. Weil so Netherrack ist sehr aufwendig zu farmen. Noch aufwendiger, glaube ich, sogar als Sand. Bei Sand kann man einfach 4 zusammen craften, dann hat man einen Block. Bei Nether, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich glaube, das muss man braten im Ofen. Und dann muss man das, glaube ich, sogar im Crafting Table zu 9 irgendwie zusammen craften. Und ich glaube, das ist dann auch schon relativ viel. Und ja, ich glaube, wir schaffen es sogar mit diesen Steinen. Könnte knapp werden. Genau. Aber ich würde, na gut, wir könnten eigentlich auch schon vorher die Tische bauen. Dann könnten wir sogar auch schon, ja, genau. Aber hier vorne wird ja dann auch das Lehrertische und so weiter und so fort stehen. Und ich würde das sogar so wie in Hogwarts Legacy machen. Ja, dass es hier vorne irgendwie so ein runder Tisch oder sowas ist. So eine runde Aufstufung. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus und könnte eigentlich auch so in Film und sowas gemacht werden. Genau, ja. Ich finde, das sieht dann eigentlich auch relativ nice aus. Genau. Könnt ihr mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so wie in Film machen soll, dass das nur so eine gerade Abstufung nach oben wird oder ob das so eine runde Abstufung nach oben wird. Beim Lehrertisch könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das schöner findet oder das. Das überlasse ich euch. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge jetzt schon geht, aber die große Halle, die muss eindeutig noch höher gezogen werden, eindeutig. Die Folge, ja gut, ne? Ja, ich glaube sogar, das schaffen wir noch in dieser Folge. Und sorry nochmal, dass es keine Handcam gibt oder sowas. Die entweder vergesse ich das immer oder ja, die spinnt halt manchmal ein bisschen. Das kann natürlich auch sein. Und obwohl, nee, wir müssen eigentlich noch nichts essen, ne? Gut, da ist jetzt kein Sand mehr drin, aber da ist noch ganz voll und da ist auch noch. Okay, weil dann würde ich das hier sogar nach hier machen. Aber ich würde das gerne so machen, dass unten voll ist und oben etwas leerer. Falls ihr versteht, was ich meine. Genau, dann kommt da nämlich der restliche Sand hin und das. Und dann könnten wir das obere Sandschild bauen. So. Perfekt. Und das kann dann in unsere Holzkiste reinkommen. Genau. Perfekt. Das finde ich sehr, sehr gut gerade. Dann haben wir noch das hier.
haben wir jetzt 6 davon. Das ist sehr geil. Pfeile brauchen wir eigentlich auch dringend mehr, aber da brauchen wir halt einen Villager dafür. Da gibt's Fleisch. Oh, scheiße, jetzt sind ja die ganzen Hühner draußen. Hier gut, das, ups. Das tut mir jetzt ein bisschen sehr leid. Aber die muss ich leider, töten. Ach so, warte mal. Dann nehme ich am besten mal das hier in die Hände, weil dann sind die, dann kommen die immer ganz nah zu mir. Also es tut mir jetzt auch sehr, sehr leid für die Hühner, aber die sind halt ausgebüxt und die können hier nicht rumlaufen, so, ne? Deshalb, musste ich eben mal kurz so machen. Und dann kann das hier auch rein. Wir haben sehr viel Essen, Leute. Sehr viel. Aber eigentlich möchte ich mich gar nicht so doll mit Fleisch ernähren. Das ist eher so für die Mitspieler. Die können sich dann hier sowas rausnehmen. Weil, wenn ich auf Twitch spiele, was auch manchmal so der Fall ist, dann können die sich da das Essen einfach rausnehmen. Und ja. Genau. Das hier würde ich auch sehr gern ändern, weil das sieht nicht so geil aus irgendwie. Auf jeden Fall, hier kommt immer mein Essen her. Hier ist noch so eine kleine Baustelle, das müssen wir auch noch ändern. Also es gibt noch sehr, 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 sehr viel zu tun, muss ich schon sagen. Haben wir Erz? Wir haben sogar Erz, ne? Woher haben wir denn Erz? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber wir nehmen uns mal 2 Dinge. Weil da müssen wir so machen. Und da brauchen wir noch eine Fackel dazu. Haben wir Fackeln? Nee, haben wir natürlich nicht. Naja, egal. Das können wir uns ja craften. Aus Holzkohle oder Kohle generell. Das hier. Und da brauchen wir ein Crafting Table, der ist hier. Da müssen wir nämlich einmal die Fackeln. Wir machen uns einfach mal einen Stacky. So, hier. Dann macht man nämlich die hier hin. Und die hier macht man, glaube ich, außen rum. Genau, dann kommt die raus. Okay, weil ich würde das schon sehr gerne machen, dass wir das einfach hier so dranhängen. Weil, Leute, das hier sieht doch einfach deutlich besser aus als das so hier. Sieht das doch deutlich besser aus als mit diesem Dirt-Gedöns da hinten. Also finde ich jetzt zum Beispiel. Und ja, deshalb müssen wir wahrscheinlich unser ganzes, unser ganzes Eisen oder sowas vercraften, weil... Wie viele brauchen wir noch davon? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir brauchen noch 8 oder sowas. Okay, dann... Oh, da haben wir ja auch noch Fackeln. Okay. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Genau, wir brauchen 8. Oh, das hat perfekt gepasst hier mit dem... Ja, okay, ne? Das ist doch geil. Weil dann, das ist ja gar nicht weniger geworden. Oder? Ah, doch, es ist weniger geworden. Weil vorher waren es 22. Und ja. Ist jetzt auf jeden Fall besser. Genau, dann können wir die hier nochmal hinsetzen. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. So, zack und zack. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, den habe ich nicht mitgezählt. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Aber sollte eigentlich. So, Leute. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Findet ihr das so besser? So ist es auf jeden Fall deutlich, 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 deutlich besser, finde ich jetzt persönlich. Okay, da habe ich einen Zombie gehört. Kann sein, dass es schon wieder Nacht ist. I don't know. Ist es Nacht? Ja, es ist Nacht. Okay, dann gute Nacht, Leute, ne? So, einmal aufstehen. Perfekt.
Und ja, dann würde ich sagen, packen wir das alles mal schön weg in die Kisten. Und dann können wir uns das hier schnappen. Und das hier eigentlich auch alles. Und das können wir dann alles zusammen craften. Und dann kommen daraus diese Steine hier. Und die brauchen wir. Und ja. So. Da sind auch noch ein paar. So. Dann können wir hier oben theoretisch nochmal schauen. Ja, guck mal, da ist sogar auch noch was hier, ne? Passt aber nicht mehr alles in mein Inventar. Deshalb machen wir es erstmal so hier. So. Zack. Und das kann auch nochmal so zack gemacht werden. Und dann können wir das so hier machen. Genau. Aber ich muss ehrlich gesagt nochmal sagen, wir packen nochmal alles weg. Und dann nehmen wir uns die ungebratenen Steine. Und, oh, hier haben wir ja auch noch welche. Sehr geil. Und dann stecken wir die einfach hier in den Ofen rein. Weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir müssen immer genügend Steine hier drin haben. Damit wir auch genügend Steine zum ja, Bauen haben. Und eigentlich mache ich das auch immer schon in den Streams und sowas. Aber das ist halt auch noch nicht genug so, ne? So. Und hier drin sind meistens ein Stack Holzkohle und dann vielleicht auch nochmal, wenn was noch gebraten wurde, nochmal. Genau. So, das kommt auch alles da rein. Ach so, nee, warte. Ich habe hier draus aus Versehen einen halben Stecken gemacht. Und dann können wir aus den neuen Steinen nochmal die Dinger machen und dann haben wir schon wieder richtig viele neue Steine zum Verbauen, Leute, ne? Das ist sehr, sehr geil. Finde ich jetzt persönlich. So, und das können wir so machen. Zack. Und dann können wir die restlichen Steine auch mitnehmen. Ach so, die Fackeln, die können wir wegtun. Ach so, ich hätte hier sogar noch ein Bett gehabt, ne? Ach so, ja gut, ne? Das wusste ich jetzt nicht so genau, ne? Gut, dann schlafen können wir noch nicht. Dann schaue ich einmal kurz auf den Timer. Und der sagt, ja, wir haben noch ein paar Minuten. So circa 5 Minütchen oder sowas. Das geht noch. Ich muss immer sehr auf die... Ah ja. Ich muss immer sehr auf die ja, Zeit achten und so. Weil ich vergesse auch gerne mal sehr schnell, ja... Wie viel Zeit wir noch haben. Ach so, da drüben geht's weit. Ach nee. Ich kann auch einfach hier weitermachen. Und ja, gut, die Axt, die hätten wir eigentlich auch wegmachen können. Ja. Dann brauchen wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Leitern, damit wir hier auch überhaupt auch immer hochkommen und so, weil wir dürfen ja, also ich habe mir ja die Regel gemacht, keine Harry Potter Universe Mod in diesem ganzen Projekt zu benutzen. So die Powder Mod oder irgendwie sowas, die dann irgendwann schon, wenn ich halt mal mich mit den Athanos Servern und sowas besser auskenne und dann auch weiß, wie ich sowas halt einbaue, ne? So, den Timer, den konnte ich schon so einbauen. Übrigens, wir können auch die Farbe wechseln und den dicker, dünner machen oder so. Können wir gerne auch in die Kommentare schreiben. Welche Farbe, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie der Timer funktioniert, weil immer, wenn ich auf den Server gehe und sowas, geht der halt automatisch weiter, so, ne? Und ja, deswegen weiß ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz genau, wie der Timer funktioniert und so. Aber ich denke, das ist auch kein Problem so, weil der soll ja einfach weiterlaufen. Und solange der weiterläuft, ist eigentlich alles supidubi. Finde ich jetzt zum Beispiel. Und, oh, was haben wir da drin? Ein Pillager mit einem Creeper im Boot. Chillig.
Sehr chillig auf jeden Fall. Der hatte auf jeden Fall seinen Spaß. Ist, glaube ich, getriggert von mir gerade. Ja, aber wir bauen ja hier. Und ich hoffe, der schießt mich jetzt nicht ab. Aber ich glaube, wir sollten hoch genügend sein, dass der uns jetzt nicht hier von oben irgendwie in die große Halle runterschießt. Aber ich denke mal nicht. Weil wir sneaken hier oben ja auch eigentlich fast die ganze Zeit. Und ja, da sollten wir eigentlich nicht runtergeworfen werden oder sowas. Genau. So ganz früher oder sowas hatte ich beim Aufnehmen sogar noch oben links einen Timer und so. Wie lang ich aufnehme, das habe ich leider nicht mehr. Deshalb kann ich leider auch nicht schauen, wie lang ich zum Beispiel aufnehme und so weiter und so fort. Weil ich leider nur einen Bildschirm habe. Ja, ich glaube, ich bin der einzige YouTuber oder sowas, über 100 Abonnenten hat. Fast 200. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Genau, wenn wir auf jeden Fall, ich will heute die ich will dieses Jahr die 200 Abonnenten knacken und ich glaube, ich schaffe das sogar auch, weil es ist erst April bei mir. Und ja, ich habe schon die 180 geknackt. Also ich denke mal, das klappt soweit alles. Hoffentlich. Ja, jetzt habe ich leider den Faden verloren, wo ich geredet habe. Ja, aber ich denke, das ist auch nicht so das Problem. Okay, jetzt laufen wir aber mal kurz da hinten hin zu dieser Ecke. Und ja, dann können wir das sogar. Zack, zack. Und dann schaue ich nochmal kurz auf den Timer, weil der ist bei 21 Minuten. Und dann bauen wir das nochmal schnell ab. Also einen Stein, damit wir da auch wieder hochkommen. Ja. Genau. Das war's schon mit dieser Folge. Wir haben auf jeden Fall sehr viel geschafft. Wir haben oben ein bisschen weitergebaut. Wir haben den Boden der großen Halle fertig gebaut. Sehr geil auf jeden Fall. Und ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ein Abo. Würde mich sehr darüber freuen, wenn wir dieses Jahr die 200 Abonnenten knacken. Oh ja. Ciao. Mit V.